Vorgestellt, Pain, Vorschau Nummer 3. Ja, wir sind wieder drin in diesem schicken Spiel und wir wollen jetzt ein bisschen gucken, dass wir nochmal erkunden und dafür sollen wir in diese Richtung. Wir hatten ja das mit der Karte letztes Mal ausprobiert. Hier ist eine Brücke, da gehen wir mal rüber. Da oben ist irgendwie was am Rauchen. Und davor ist das... Nee, das ist was anderes. Der Rauch ist weiter hinten, oder? Ja. Ist das hier Heidekraut oder was ist das hier? Und da vorne ist irgendwie ein Stein oder mehrere Steine, aber irgendwelche Tiere höre ich hier auch. Keine Ahnung wo. Wir sollen auf jeden Fall da hinten irgendwo hin. Du befindest dich jetzt im Erdkundungsgebiet. Dies wird auf deinem Kompass dargestellt. Ziel ist in der Nähe. Okay. Erste bescheidene Schritte. Ich bin jetzt im Erkundungsgebiet. Was sagt mir das? Irgendwelche Tiere? Da sind sie. Die laufen jetzt aber weg, oder? Ja, die sind weggelaufen. Was sind das für Blumen? Karant. Und Tinkblume. Und noch eine. Aber die nehmen wir doch mal mit, oder? Und die Karant nehmen wir auch mit. Kann ja nicht schaden. Aber die wachsen auch noch wieder, so wie das aussieht. Weil diese Zeichen ja noch da dran sind. Und was war hier oben bei den Tieren? Okay. Fluffy-Ei. Ist die Frage, ob wir da was von mitnehmen wollen. Was ist das für ein Zeichen? Und das für ein Zeichen? Nix. Die sind schon ausgebrütet. Brauchen wir das? Neue Nahrung, Fluffy-Ei. Okay, dann kann man die essen. Na, dann nehmen wir die auch mit. Die Tiere sind nach da unten weggelaufen. Sollten wir da auch hingehen? Ist das ein Weg? Ja, das ist ein Weg. Da ist ein Wasserfall. Ich habe keine Ahnung, wo die hingelaufen sind. Da geht's lang. Was ist da drüben? Ein Schatten, oder? Achso, unsere Markierung ist woanders, ne? Okay, was war das? Keilwald? Haben wir einen neuen Bereich entdeckt, aber da sollen wir nicht hin. Wir sollen ja in diese Richtung dann weiter gucken. Da lang, wo das Feuer da hinten ist. Da hinten ist einer, oder? Wie konnte man noch schleichen in dem Spiel? Ne, so springen wir. Ah, so kann man schleichen. Die Taste C war's. Wo ist denn der hin? Das Zielgebiet liegt da unten. Gar nicht da oben beim Feuer. Oh, da ist er. Und er blinkte gerade rot auf. Wer ist das? Ist der lieb, nett, böse? Auf jeden Fall weiß der, dass wir hier sind, oder wie sehe ich das? Sind wir denn jetzt hier im Gras versteckt, oder nicht? Ich glaube ja. Oh, ich glaube, ich muss mal schnell laufen. Irgendwie sieht der böse aus, oder? Was will der von mir? Ich will dem doch gar nichts, oder? Kann ich mich mit dem irgendwie verständigen? Ich glaube nicht, ne? Der will kämpfen, oder? Ja, der sieht ganz genau aus, oder? Kommt er denn hinterher?
Ja, die ganze Zeit. Kommt der da auch noch hinterher? Ne, über die Brücke geht er nicht. Und nu? Auf jeden Fall hat er einen Lebensbalken über dem Kopf. Und das sieht für mich so aus, als ob der mich angreifen will. Ich habe auch schon die Waffe gezogen. Auf jeden Fall ist das so, ne? Können ja mal die Waffe wechseln und gucken, ob wir ihn treffen. Über das Rechtsklick, anvisieren, links, schießen. Geht da was runter? Nee, ne? Nicht sichtbar, oder? Ich glaube, er hat keinen Schaden, oder? Ich glaube, wir laufen mal weg. Und ich glaube, wir nehmen das Schwert wieder in die Hand. Das ist effektiver, oder? Obwohl, jetzt steht er da wieder. Jetzt können wir ihn nochmal probieren, ne? Ah, der Balken geht nicht runter. Nö. Ah, da geht der Balken runter, nein. Doch, jetzt ist er runtergegangen, oder? Ja. Er kommt nicht und ich kann ihn kaputt machen. Sollte man das als Bug im Spiel senden? Ist das Cheaten? Exhausted, ich bin außer Atem oder was? Und jetzt geht er weg. Okay. Ich weiß nicht, was er tut. Er läuft weg. Holt er Verstärkung oder was macht er? Also der geht ja jetzt da lang. Dann gehen wir jetzt da weiter, oder? Zielgebiet war da unten, oder was? Ach, da vielleicht. Und das ist doch der, den wir getroffen haben, oder? Ja. Das ist Ot. Ach, wir sind aber wieder früh zurück. Hey. Du siehst so besorgt aus, zumindest soweit ich das bei euch Menschen erkennen kann. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ach du liebe Zeit, schon wieder ein Erdrutsch. Ha. Wir können nicht länger auf diese Klippe leben. Ich muss Hilfe suchen, wir müssen umziehen. Einen neuen Ort zum Leben finden, das könnte nicht einfach werden. Auf dieser Insel gibt es viele Kreaturen, die viel stärker und schlauer sind wie du und ich. Naja, schlauer als du auf jeden Fall. All diese Stämme machen sich einander Territorium, Nahrung streitig. Manchmal ist das ein ziemliches Durcheinander. Genau, ich habe gerade erst ein paar Dörfer beobachtet, weil ich nicht mal weiß, wer dort im Moment wohnt. Können die Krocker, die Schmutzler oder auch die Karibelins sein? Hier ist mein Vorschlag. Halte nach Behälter Ausschau, den man Sprengkästen nennt. Sie werden von allen Spezies benutzt, um in gefährlichen Zeiten Ressourcen zu teilen und zu schenken. Wenn du ein Dorf ein Angebot machst und dieses Dorf dann findest, könnte sich die vielleicht reinlassen und dir sicher helfen. Gut, ich werde es versuchen. Ehrlich gesagt, ich habe mit all dem nur sehr wenig zu tun. Betambas, wir ziehen es vor, im Komfort unserer Häuser zu beobachten, zu lernen und zu studieren. Ihr werdet auf keiner Karte markiert, sollten wir dich mal brauchen. Es liegt im... Das kann man echt schlecht lesen hier. Der Insel im... Zentrum der Insel. Wegen diesem Interagieren, was dahinter war, ne? Gut, diese Beziehung zu den Spezies. Deine Beziehung zu den Spezies werden im Pausenmenü Escape angezeigt. Aha. Continue. Pausenmenü. Spendenkästen finden sich in der Nähe von Dörfern entlang der Straße, die zu ihnen führen. Wenn du spenden, werden die Gegenstände zum betroffenen Dorf transferiert. Dies beeinflusst auch die Beziehung zu allen Kreaturen dieser Art. Spendenkisten kannst du auf der Karte finden oder auf deiner Karte finden. Jetzt ist sie einfach abgehauen, ne? Okay. Da geht's irgendwo runter. Zu denen da unten. Da hinten ist bestimmt was los bei so viel Licht und Feuer.
Und hier müsste man springen. Und was ist das für ein Glitzerding? Keine Ahnung. Ist da links ein Spendenkasten? Nee, ne? Also ich würde jetzt mal laufen und hops, springen. Und was passiert hier jetzt? Interagieren kann man da nicht mit. Komisches Ding. Kann ich das irgendwie bedienen? Gibt es was zum Abschießen? Wahrscheinlich komme ich nicht wieder zurück jetzt, ne? Ohne runterzufallen. Die Zwille? Nö, passiert nichts. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Hat mir leider keiner gesagt. Ist da drüben irgendwo noch was? Da ist zwar was, aber ich weiß nicht, wie man das hier bedient. So, wollen wir hoffen, dass wir den Sprung darüber schaffen. Ja, Glück gehabt. Ja, aber wir wissen, was da oben ist. Und jetzt, ja, da oben ist das Feuer. Jetzt müssen wir nur einen Spendenkasten finden erstmal. Dann sollen wir uns mit irgendwem anfreunden. Waren das meine Schritte oder kommt da irgendwo einer um die Ecke? Ach, da unten ist einer schon wieder. Oh. Ich glaube, wir gehen besser. Exhaust. Alles klar. Der kommt auch noch uns entgegen. Das ist schlecht und irgendwas macht der. Der schießt auf uns oder so. Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Ich hoffe, der ist jetzt nicht hinterhergekommen. Nein, ist er nicht. Aber der andere, der läuft da hinten lang, ne? Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir ein paar Freunde finden mit den Spendenkasten, ne? Hier unten war es noch am harmlosesten, oder? Aber da hinten sind solche Tiere da. Jetzt da mit mal. Wo finde ich denn einen Spendenkasten? Den haben wir die Eier geklaut. Eine Fluffy-Feder, okay. Die waren eben noch nicht da, oder? Als wir die Eier mitgenommen haben. Was hier? Holz? Nehmen wir erstmal mit. Was sind da beim Feuer jetzt? Gucken wir mal weiter, oder? Oh, da hinten läuft er schon wieder rum. Das heißt, wir können erstmal weggehen. Vielleicht macht er auch wieder nur so eine Runde und geht gleich hier vorbei. Wäre dann ideal, oder? Dann verziehen wir uns nach hier. Wo ist denn der? Ich sehe ihn jetzt nicht. Okay, das sind diese komischen Viecher, die hier die Eier liegen hatten, oder? Oh, da kommt der Dingens. Vielleicht biegt er ja wieder rechts ab. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nicht mehr. Vielleicht können wir ihn von hier oben besser sehen. Steht er da hinten? Ja, das ist er, oder? Schwierig zu beurteilen.
Das war das, was wir eben abgeschossen haben, oder wie sehe ich das? Da ist er. Die anderen sind weg. Ich sehe aber keinen Spendenkasten, das ist das Problem. Da unten ist auch irgendwas. Ich glaube, so weit schießt das nicht, oder? Doch. Also er bewegt sich, aber... Okay. Jetzt geht er wieder darüber. Ich glaube, das ist kein Weg da lang. Ja, der da unten, der hat uns beworfen. Oh, die Blumen sind wieder fertig. Die dritte hat noch nicht geklappt. Lass mal wieder aufstehen, ein bisschen schneller gehen. Und da unten waren ja irgendwelche anderen Tiere, die jetzt aber weg sind. Glaube ich. Schauen wir mal weiter. Warte, da hinten war ja dieses Grüne. Kommen wir da hin? Ne, da kommen wir nicht von hier aus auf jeden Fall nicht hin. Okay. Was gibt's denn da? Können wir darüber schwimmen? Ja, können wir. Küstenklippen. Schlüssel war fit. Wo ist er? Oh Gott. Also wir werden nur überall angegriffen. Also das ist jetzt nicht so doll. Okay, der ist jetzt aber da oben geblieben. Dann geht's ja noch. Hier noch ein paar Blümchen. Hier auch. Keine Ahnung, was es sind. Früchte, Pilze, keine Ahnung. Da liegt noch mehr Holz. Stumpffels. Neues Material. Die Frage, wo wir jetzt mal in Ruhe was machen könnten, ne? Da ist auch noch ein Weg. Da ist auch ein Weg, ganz viele Wege. Eine Kreuzung. Mhm. Ist das was, oder? Das ist ein Tier. Okay, dann gehen wir da nicht lang. Gucken wir mal hier unten lang. Kann man hier irgendwo? Jetzt vielleicht hinter dem Dingens weiter? Können wir mal ausprobieren, oder? Nö, das sieht das Spiel nicht vor. Aber das Spiel sieht vor, dass man in einem Wasserfall hochschwimmen kann, oder wie sehe ich das? Naja. Sehr interessant. Das war ein Hund, oder was ist das? Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, oder was das ist.
brauche mal so einen Kasten, ne? Also der geht auf jeden Fall jetzt da lang. Wir können dem ja mal ein bisschen folgen. Wir hoffen, dass er nicht gleich umdreht. Aha, da hinten ist noch einer. Da ist auch noch wer. Ja, arg gefährlich hier, ne? Oh, da hinten werden schon wieder Explosionen getätigt. Die kämpfen beide. Und machen sich gegenseitig kaputt, das ist schon mal gut. Dann kommen wir danach ins Spiel. Krass, oder? Elektroblitzer, aber hier der vordere, der hat einen besseren Balken, ne? Ich glaube, der hat die besseren Karten. Der hat auch, ist auch Fernkämpfer, ne? Dann ist er gleich kaputt, der eine, ne? Genau so ist es. Der läuft aber weiter. Vielleicht sollten wir mal gerade gucken, was der übergelassen hat. Was ist denn das hier? Okay. Irgendwo kommt schon wieder wer. Okay, da, irgendwelche Tierchen. Mann, 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 Mann. Arg gefährlich hier, ne? Hier ist auch wieder dieses Zeug. Schlüsselgraphit. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Okay, hier kann man hochgehen. Okay. Aber ich glaube, hier ist jetzt Ende, oder? Ja, da geht's ja nicht weiter. Aber hier ist erstmal eine sichere Stelle gerade. Ist nur gerade mit dem Fokus ein bisschen schwer, ne? Ja, jetzt geht's. Okay, lass mal gerade ins Inventar gucken, was wir da hier so haben. Karibulin-Essenz, ein seelenartiger Fragment eines Karibulin-Organismus. Okay. Schnapperantenne. Stumpfels. Ah, hier haben wir schon diese zwei feindseligen Dinge jetzt hier. Glossar gibt's auf jeden Fall. Das ist der Karibulin, den wir eben angeschossen haben. Okay. Aha, das ist also schon mal schwierig. Ein Fechsel, der hat uns was, das ist der, der da geworfen hat, glaube ich, ne? Scheinen sich auf jeden Fall vorbereitet, aber sie für meine Konfliktlistik waren immer möglich. Die Fixen landen anscheinend irgendwo mit Booten auf Albamar. Sie befanden sich auf der Suche nach einem Ort für ihre Experimente mit Alchemie und Sprengstoff. Der große Krater im Kaiwald ist ein Beweis dafür. Okay, Fluffy. Ein kleiner bezauberter Vogel, der seine Flugfähigkeiten eingebüßt zu haben scheint. Und in jedem Bewegung durch die unter einer Art allergischer Reaktion auf etwas in der Luft hier zu schleiden scheinen, müssen sie den ganzen Tag genießen. Okay, Schnapper. Diese beängstigenden aussehenden Kreaturen sind auf dieser Insel wirklich überall zu finden. Sie scheinen die Dunkelheit zu bevorzugen, sind aber auch frei auf der Fläche sogar aggressiv. Das war der, den wir da oben gesehen haben, beziehungsweise der da eben bekämpft worden ist. Das sind kleinwüchsiges Gemüse, das auf hohen Pflanzen wächst, einigermaßen energiespendend. Ich kann es hauptsächlich in den Waldgebieten finden, okay? Gewöhnlich essbare Blumen, die auf den meisten Feldern von Albama wächst, sind ein bisschen schwer zu erkennen, die sich nur einzeln oder paarweise wachsen. Und das ist einfach... Blumen auf den Feldern zu übersehen, aber sie schmecken gut. Ein essbarer, wenn auch nicht besonders leckeres Gemüse, das in den Wildnis und unter Kulturbedingungen niedrig am Boden wächst. Wir Menschen haben auch gelernt, wie man es anbaut. Mal das Eintopf ist voll damit.
Okay, ich kann es überall in den Waldgebieten finden, wo es in niedrigem Boden wächst. Fluffy Ei, ein kleines essbares Ei von Fluffy-Kreaturen, nervt, aber es macht mich ein bisschen traurig, es zu essen. Ich sehe sie in allen Gebieten oft in ihren Nestern liegen. Okay. Okay, da gibt's noch reichlich zu lesen. Schnapper Oberschenkel, Maholz, Stumpffels. Die Ressource kann in jedem Gebiet mit Klippen und Felsen finden. Okay, da kann man Werkzeuge machen. Schottermoos. Haben wir wohl auch schon gesehen, aber nicht aufgesammelt. Seil ist klar. Morgenheu gab es auch irgendwo. Fluffyfeder, Stofftuch, Grobknochen. Mark und Knochen von verschwommenen Pilzeskulturen. So, ja, okay. Und das ist die Karibik, ein seelisches Fragment, also empty. Also sehr zu schätzen. Aha. Ja, Schnapperantenne haben wir auch irgendwo gefunden, ne? Naja. Heimat ist auch klar. Kalwald waren wir jetzt. Küstenklippen waren wir auch schon, okay. Ja, da haben wir jetzt wieder ein Stück entdeckt, aber so richtig, wirklich sind wir nicht vorangekommen, einfach aus dem Grunde, weil wir, sag schon, ja, irgendwie immer nur kämpfen müssen sozusagen, ne? Das ist das Problem. Das macht ein bisschen die Sache schwierig. Ja, ich glaube, wir werden nochmal eine Vorschau mehr machen, um nächstes Mal noch vielleicht das eine oder andere Volk freundlich zu gesinnen. Aber ich stelle es mir schwierig vor, weil ja, den Kasten, den müssen wir dann finden, wo wir dann da was reintun. Aber was tut man da rein? Das ist die nächste Frage. Naja, okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann macht eins. Falls ihr die Glocke anmacht, dann kriegt ihr die Info, wenn ich ein Video hochlade. Und dann wäre es ja noch möglich, dass ihr zufälligerweise, ne, zuschaut, dass ihr einen Kommentar schreibt, damit ich weiß, was ihr noch sehen wollt oder nicht sehen wollt. Werden wir dann sehen, ne? Alles klar, bis dann. Tschüss.